Ich habe mir die Hose gemacht. Okay. Ich habe mir sowas von in die Hose gemacht. Setz dich, wir sind im Fernsehen. Setz dich bitte, wir sind im Fernsehen, ja? Hallo. Hallo, stell mich doch mal vor. Das ist der Lars, das ist ein ganz besonderer Freund von mir. Hallo Leute. Und der hat sich gewünscht, dass er heute mal in der Sendung mit dabei sein darf. Du brauchst nicht so zu reden, ich verstehe dich ganz normal. Hallo. Verflixte Klicks ist die Sendung. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Verflixte Klicks. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu der großen Martial Arts Show heute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Lars Paulsen, einer der gefährlichsten Menschen. Sein Körper ist eine Waffe. Ah, komm, nee, probier doch mal. Komm mit der Nase durch. Nochmal schön mit der Nase durch. Schön durchnäseln. Lara freut sich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Verflixte Klicks heißt die Sendung, die wir uns anschauen wollen. Das ist Florentin Will, meine Damen und Herren. Viele haben ihn noch nie in ihrem Leben gesehen. Jetzt ist das erste Mal. Und was sagt ihr? Strammer Bursche. Geht, ne? Oder? Guter geht. Junge, charismatisch. Geht. Nichts Besonderes, absolut. Oder? Kann man. Boah, achtet kann man mal ein bisschen drauf. Achtet mal ein bisschen drauf. Ihr werdet früher oder später seinen Humor entdecken. Der ist so. Gewieft und so. Mit Urin kann der zum Beispiel, damit kann der eigentlich gar nichts anfangen. Gar nichts. Ich konfrontiere ihn nur sehr gerne mit so einem Humor, damit er mal so ein bisschen aus sich rauskommt. Eigentlich ist er total im Feuilleton versackt. Ja, und das ist eine tolle Mischung an der ganzen Sache. Ne? Also wir haben nassige Pausen, der stichelt und kämpft und immer mich so versucht, ein bisschen runterzuziehen. Und dadurch kann ich noch so ein bisschen aufsteigen. Deswegen schön, dass ihr da seid. Eine feuchtfröhliche Mischung, aber natürlich der wichtigste Teil der Sendung seid ihr. Achso, ich dachte die Kronen. Bei mir sind es die Kronen. Das sagen Leute, viele die zuschauen. Aus. Und natürlich heute auch wieder ein Undercover-Video eingeschickt haben. Eines der Videos, das wir sehen werden, ist von euch selbst produziert. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich sag doch nicht, dass ihr den Zuschauer so wichtig. Sag mir einen Namen von unseren Zuschauern zuschauen. Ich könnte dir 20 Namen. Sag mir nur einen einzigen da draußen. Ach, Quatsch, du tust immer so, als würdest du die mögen. Du kennst nicht mal die Namen. Ich könnte jetzt 100 Namen sagen, das ist Quatsch, interessiert es niemanden. Ja? Wichtig ist nur zu wissen, ich habe eine lange. Einen, komm, einen. Ach, Quatsch. Also. Siehst du, du weißt es nämlich nicht. Ich du kann kennst dir, keinen. Ja, ich kann dir. Nee, hier der eine. Du den kennst ich, keinen? Nein, der eine, der. Nee. Der die. Dings. Der, nee, hat, der war der von der anderen Show. Nee, der war von einer anderen Show. Nee, der. Warte mal, der hat doch im Reddit. Das war das Neo Magazin. Wannsee. Wannamando, Varato oder irgendwie sowas. Varmo. Oh, ja. Sowas. Also du kriegst es nicht hin und gibst jetzt gerne zu. Nee, Varmo, weiß wer gemeint ist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Falls ihr nicht mehr genau wisst, wo wir gerade sind. Genau, wir sind gerade mitten in der großen Aufholjagd. Oh, ein Ring bei Herr der Ringe hier schon fast. Nee, Hobbit. Nee. In der ich hier schön die Kronen sammle und wir sehen es schon, Lars-Erik Paulsen. Die letzte Kurve. In der Innenkurve ziehe ich nochmal vorbei. Schön in den Windschatten von Lars-Erik Paulsen und ziehe hier vorbei. Achso, warte mal. Ganz kurz. Letztes Mal hat irgendjemand gesagt, steht das wirklich schon zu d-d-d. Genau. Und das hat mich ganz schön. Du machst dir nämlich jedes Mal Ablenkungsmanöver und tust so als. Wir zeigen sie jedes Mal. Ja, aber du kannst es ja nicht sehen, weil deine macht ja so eine komische Kurve. Das heißt, die muss ja gar nicht meine. Hat da jemand Angst? Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Hat da jemand Angst? 2021 war nicht mein Jahr, ganz klar. Und 2022 fängt auch nicht gut an. Hat da. Oh, Alter, was ist denn los mit dir, Lars? Wie viel hast du denn getrunken? Nimm's an. Also, ich bin auf der Aufholjagd. Ich würde gerne einfach meine Krone abholen und dann wieder weiter mein Privatleben führen. Ist okay? Können wir das einfach anfangen? Let's go. Alles klar. Dann schauen wir das erste Video an. Hier ist eine Schildkröte. Yes. Oh yeah! Let's go! Das ist Schildkrötentanz. Schildkrötentanz. Ich krabbel im Sand, bin uralt. Ich krabbel im Sand, bin uralt. Krabbel im Sand, komm zum Meer. Meine Kinder sterben drauf. Meine Kinder gehen drauf. Meine Kinder gehen drauf. Unscharf, Kamera wackel, meine Kinder gehen drauf. Das ist der Schildkrötentanz, Schildkrötentanz. Überall Eier, das ist der Schildkrötentanz. Eier auf dem Boden, Eier auf dem Rücken. Eier im Arsch, das ist der Schildkrötentanz. Wir schauen mal ganz kurz voran. Oh, der hat aber Stress. Der hat Stress. Ach, kannst du so deinen Hals rausnehmen? Haben Sie eine Sendelizenz überhaupt? Ich zeig Ihnen gleich mal, wer hier wen filmt, mein Freundchen. Nehmen Sie die Kamera unter jetzt. Sie filmen offensichtlich mehrere Stunden am Tag. Sie brauchen dafür
Ich wurde schon mal angesprochen auf der Straße, als ich was Journalistisches gefilmt habe. Hat jemand gesagt, haben Sie eine Sendelizenz? Hab ich gesagt, Sie haben keine Chance, keine Ahnung, wovon Sie reden. War das zur Chemtrail-Nummer? Nee, privat was. Ja. Okay. Ja, also wir haben einige, ich glaube, es gibt ja die einen, die schwimmen können und die anderen, die nicht schwimmen können. Ne? Turtle und Tortoise ist der Unterschied. Also es gibt Landschildkröten und Wasserschildkröten. So, so kann man das auch erzählen. Alter. Ich hatte früher mal eine Landschildkröte. Ja? Ja. Ja, hatte ich. Eigentlich müsste die noch leben, aber sie wurde geklaut. Wie geklaut? Die war weg. Meine Eltern sagen, sie können sich gut vorstellen, wer die geklaut hat. Ich glaube es bis heute nicht. Ich glaube, meine Eltern haben die gegessen. Oder ja, so. Das ist der klassische Fall von unser Kind hat ein Tier, um das es sich kümmern kann. Und dann, die wurde geklaut. Aus Versehen wurde die geklaut. Vor allem dann auch noch einen Nachbarn zu benennen, den ich bis heute verachte. Und du hast den Nachbarn nie drauf angesprochen? Nee, das ist kein Nachbar, das ist im Dorf weiter weg. Du hast sie nie konfrontiert? Ja. Jungs, haben sie meine Schildkröte geklaut? Nein, ich war das über jung. Ich habe mich nicht getraut, außerdem habe ich meinen Eltern auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt, bis heute nicht. Es gab keine rechtlichen Konsequenzen. Ich habe denen damals schon nicht geglaubt. Die haben auch gesagt, sie wissen es nicht. Übrigens, und die Schildkröte hieß, und das finde ich wirklich traurig, im Nachhinein, die hieß Schildi. Und ich werde auf jeden Fall meinen Kindern verbieten, wenn sie einen Hund haben, den Hundi zu nennen. Ja. Schildkröte Schildi, Maus, Mausi oder so. Würde ich sagen, jetzt geh noch mal auf dein Zimmer, überleg noch mal 10 Minuten. Völlig richtig. Ausziehen nur, wenn es ein kreativer Name ist. Ich habe keinen Bock auf Velo, Wuffo und so ein Bullshit. Also gehen wir in die Analyse. Wir haben einen ganz guten Titel. Du siehst nämlich exakt um welche Schildkrötenart es geht. Sogar einen Querstrich, auch immer wichtig, haben wir ja auch schon mal interpretiert. Und du hast zum Schluss gesehen, es gibt noch andere andere Tiere, ja, mit anderen Tieren. Und was ich immer gut finde, falls du nicht genau weißt, wie finde ich dieses Video gerade, hat der Autor es einfach in das Video geschrieben, links oben steht nämlich Cool Wildlife Video. Also falls du nicht weißt, ist es cool oder nicht, steht da, ist cool. Ist cool, ja. Deswegen auch kennt man ja von vielen Hollywood-Produktionen, dass die einfach links oben schreiben, Cool Movie. Cool Movie. Und du weißt einfach, ah, okay, cool, da ist die Meinung direkt dabei, du kannst ihn einfach genießen, ohne dass du dir selber eine Meinung bilden musst. Es gibt ja noch einen Zweitkanal von ihm, das heißt einfach nur Wildlife Videos. Genau. Und da lädt er alles noch, was er nicht so besonders cool findet. Und weniger erfolgreich Boring Wildlife-Videos, wo er einfach dann die anderen hochlädt. Das sind schon krasse Schildkröten und das sind ja auch mehrere, ne? Aber es ist leider kein gutes Video, weil die sind, das wackelt alles. Alter, komm. Aber wir haben ein gutes Intro, weiß ich gar nicht mehr, aber wir haben zum Beispiel einen guten Avatar. Nee, ist gar kein Intro, okay. Geht einfach so rein, cold. Och Gott, ey, ich finde die immer abstoßender. Ich glaube. Das Schöne ist ja, wenn man die unten am Hals so ein bisschen, dann strecken die ihren. Den Hals, Alter, was habe ich für einen Hals? Strecken die den so raus? Streiche mal meinen Hals. Und ihn. Oh Gott, bitte. Guck mal, was passiert. So, ich will das Bild mit dem Apfel, wo Lars rausschaut, will ich haben, danke. Ja, ich glaube, viele Klicks sind es nicht. Ich glaube, es sind 89. Nein, Quatsch, völliger Blödsinn. Essende Tiere, immer ein Klickgarant. 89 wäre für mich ein Foto von der Schildkröte, ja. Foto, hochgeladen, 3 Minuten Standbild. Das ist meine Idee, ein Spin-off von Verflixte Klicks. Nicht wir sehen das Video und raten die Klickzahl, sondern wir kriegen die Klickzahl gesagt und müssen raten, welches Video diese Klickzahl hat. Mhm. Also du kriegst die Klickzahl 5826 und wir müssen sagen, welches Video hat diese Klickzahl. Und sehen wir alle Videos? Nee, wir sehen nur die Klickzahl. Und dann müssen wir sagen, es könnte ein Karate-Video sein. Genau. Okay. Und dann sehen wir, es waren Züge. Das ist natürlich wieder lustig, aber auch nicht wirklich lösbar. Aber wenn du wirklich sagst, wir sehen alle Videos des Tages und haben alle Klickzahlen und müssen die richtig müssen zuordnen. Ja, finde ich auch spannend. Das können wir mal machen. Zügiges Zuordnen. Ja, in der großen Live-Show. Ich will ja schon immer eine große Live-Show machen. Ja. Greifst nach den Sternen. Aber wir haben wirklich 89 wenig Klicks. Zeit. Ich sage, das hat deutlich mehr, als du gesagt hast, nämlich 1600 Klicks. 1600. Tja, wenn er falsch liegt, dann hat er sich gewundert, woran das liegt. Bitteschön. Manchmal liege ich falsch, manchmal liege ich richtig. Oh. Okay, Regie heute von der ersten Sekunde an frech drauf. Alles klar. Und ich habe natürlich auch gewagt mit 1600. Ich hätte auch 1000 sagen können. Mhm. Wieder ein Embedded-Video? Zoll oder was? Ich kriege irgendwie so Zoll-Vibes. Ah, oder wollen die zeigen, ob das ein gefälschter Rucksack ist? Ja, was? Der eine ist gefälscht, der andere ist echt. Gar kein Ton? Kein Ton, ne. Who are you wearing?
Yellow. Gucken wir mal rein. Aha, da ist also das Zeichen. Wäre so gut, wenn es so ein ganz offensichtliches Ding wäre, das allen zeigt, dass es gefälscht ist oder nicht. Dass die Fälsche einfach so ein riesen, keine Ahnung, drin ist. Ja, irgendwie sowas, eine Tarantula oder so. Und dann weiß man Bescheid. Ja, ganz also, verstehe ich es nicht. Wir haben im Titel wieder eine Image-Datei. Ich gehe mal wieder davon aus, dass es ein eingebettetes Video ist. Vielleicht irgendwie war auf noch nie der Fall. eBay oder Amazon oder so, wo jemand zeigt, ah, das ist echt oder so. Vielleicht, also Kenner der Materie wissen vielleicht, aha, wenn das dieses Zeichen hat, ist es echt oder so. Und auch gerade diese Handschuhe zeigen mir, dass das irgendein wertvolles, also dass es irgendein Modehaus ist, das zeigt, dass die echt sind. 28 oder? Klicks. Ich will mich nicht mehr länger mit diesem Video beschäftigen. Also gerade, ich glaube, Louis Vuitton, natürlich Taschen, da will man immer bestellen. Im Internet, da wollen viele Leute auch wissen, ist das echt, was ich da bestelle? Oder ist das ein gutes Imitat, schlechtes Imitat? Ich glaube, das hat durchaus Klicks. 280, glaube ich. Louis. Also du hoffst immer noch auf deine Embedded Theory. Die Embedded Theorie sollte man einen eigenen Wikipedia-Eintrag, finde ich, machen. Ja. Hat leider bisher noch nie gestimmt, dass es auch diesmal wieder völliger Humbug war. Sehen wir jetzt bei der Auflösung. 28 zu 280. Ich habe mich unbewusst an deiner Schätzung orientieren Quatsch. Lassen. Quatsch, dass du von unbewusst sprichst. Okay, American Girl learns Throat Singing. Sagen wir mal, wenn das letzte Wort fehlen würde im Titel. American Girl learns Throat. Hätte das wahrscheinlich ein paar mehr Klicks. Aber ja. So, Throat Singing, was ist denn das? Das ist diese uralte mongolische Kunst, zu singen, und man kann damit auch polyphon singen. Man kann mehrere Töne gleichzeitig singen. Und es ist ganz nett. Ich hatte tatsächlich mal eine Phase, wo ich mongolischen Kehlkopfgesang, kein Witz, ein Album hoch und runter gehört habe. Schon zum Einschlafen irgendwie ich in der endlosen Steppe irgendwie so. Hat mir gut gefallen, das Bild. Und hier versucht das jemand zu sagen. Ist kein Scherz jetzt gerade? Nee, wirklich. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen, aber die haben so drei Buchstaben, so eine Gruppe von Musikern. Du hast alle komischen Dinge auf der Welt schon mal gemacht oder gesehen. Ah, das weiß ich nicht. Okay, es ist aber ein Zusammenschnitt aus ihrem Werdegang, wie sie das lernt. Frage, ist es das Video von ihr oder ist es das Video von ihm? Also grundsätzlich ist es ein Projekt, das auch auf Rocket Beans durchaus als Format spannend gewesen wäre. Also ein Mensch, der etwas nicht kann, lernt durch einen Profi. Hier haben wir den. So how do they professional singers do? Sie soll es auch mal machen. Ich will mal wissen, wie. Ja, und immer so. Ja, das wäre gut. Das ist Technik. Mich würde echt interessieren, wie schnell man das lernt. Ob das wirklich so ein Jahrhundertding ist. Ja, ich habe noch nichts gehört. Ja, sie soll das mal machen. Thank you so much, that kind of opera. But muss ganz zum Schluss kommt das Ergebnis natürlich. A lot of it really just a huge part of one of their major. Ja. Yeah. Ah, guck mal, hast du gesehen oben links? Es ist also von ihr, der YouTube-Channel. Das ist ihr YouTube-Kanal und sie lernt jedes Mal was Neues. Das ist der weibliche The Changeman, kann man sagen. Im Grunde ja. Also als nächstes lernt sie alle Sprachen der Welt oder 16 Sprachen. Was stand da? Was? That's weird. Wäre das was? Glaubst du, wir könnten als Niras unser Portfolio erweitern, wenn wir noch Kehlkopfgesang dazu tun? Aber da würde ich sagen, machen wir eine Tour durch die Mongolei. Ja, das muss sein. Ulaanbaatar ruft. Das muss sein. Da lernen wir das dann. Also ist natürlich ein tolles Projekt, ne? Sie lernt immer was Neues. Die Frage ist, ist das alles so ein bisschen. Also du hast jetzt die Changement angesprochen, da ist das natürlich alles so mit großem Bogen sinnvoll ineinander geschnitten und so. Und das ist ja einfach hintereinander irgendwie ein paar so Instagram-Stories und so. Klar, kommt natürlich nicht an den Changeman an, ist klar. Ich find's gut, im Tourplakat von Nira, gut, nee, was haben wir gesagt? Eigentlich mit den Anfangsbuchstaben, ne? Aber dann steht da Touren durch Hamburg, Berlin, München und Ulaanbaatar. Ja. Und die ersten drei sind ausverkauft und beim unten gibt noch viele Tickets, steht extra noch da. Also ehrlich gesagt wurde noch kein einziges Ticket gekauft. Ich glaube, wir haben hier schon ein paar Klicks, meinst du? 312.
312. Also ich würde es mir schon für sie wünschen, dass sie mit diesen ambitionierten Projekten, die sie da hat, schon auch ein paar Zuschauer erreicht, oder nicht? Also dass wir hier bei 300 Klicks dann rumkrampfen, das fände ich schon traurig. Deswegen sage ich einfach, you go girl, ich glaube an dich und wir sind bei zumindest 2500 Klicks. Das wäre meine Schätzung. 2500 Klicks, 312. Ich würde es auf jeden Fall wünschen und ich bin sehr gespannt, wie sie sich noch schlägt weiter mit dem Kehlkopfgesang. Wir schauen nach, wer richtig liegt. Ich glaube, aber ich habe die Nase hier vorne. Tut mir leid, Lars. Ha? Du hast halt wirklich so einen greifbaren, das ist ja traurig. So einen flauschigen an. Ja, du kannst mich jederzeit anfassen. Das soll dieses Flausch sagen. Aber ganz kurz nochmal zu diesen Throat-Dings und du hattest deine Phase. Und ich kenne ja Florentin Will, also dich mittlerweile ganz gut. Und ich weiß ja schon, dass du sowas nicht einfach nur anhörst. Du willst es dann ja schon. Also du hast es schon unter der Dusche und so auch probiert, oder? Ja, man probiert. Und deswegen probiert kommt jetzt der große Moment. Du hast damals gesagt, irgendwann kann ich es vielleicht. Und nun, ach, Alter. Hier dein Mikrofon. Bitteschön. Throat Singing bei Florentin. Okay, tut mir leid. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich gebe mein Bestes. Entschuldigung, ich setz nochmal an. Das ist nicht so wichtig, ne. Lassen wir das. Danke. Nee, das alles klar. Okay, ja. Muss man jetzt nicht. Genau. Die Kultur, lass das mal lieber. Alles klar. Okay, sag ich ihm. Ja. Nee, genau. Okay. Ja. Alles. Es war ein schöner. Genau. Und hier, das ist, okay, dann ja, rufen Sie zurück, je nachdem. Ist nicht Leute, es ist nicht magisch. alles klar, ich muss los. Es ist Quatsch, er redet mit niemandem. Da ist keiner am Abend. Genau. Ey, okay, alles klar. Ich muss los. Entschuldigung, ich muss los. Wir haben ja eine Sendung. Alles klar. Ja, okay. Tschüss. Komm jetzt. Ja. Er muss jetzt wirklich. Er meinte, er meldet sich. Aha. Okay, glaube ich nicht dran. Nächstes Video. Wir sind in der Welt von Warhammer. Da kenne ich mich natürlich aus. Dein Video auch noch hochgeladen. Aha, okay. Sieht aber aus wie Warhammer Fantasy. Da bemalt jemand Figuren. Wir sind wieder in Vietnam. Ja, ich hoffe es jetzt einfach mal und sage... Kolonialalo! Siehst du die Koloniekarte? Kolonialalo. Die haben wir doch schon ewig nicht. Jeder hat nur eine Koloniekarte für das gesamte Projekt Verflixte Klicks. Ja, also ich glaube, so ein bisschen will er hier die zwei Welten, die er hat, nämlich seine Warhammer-Fantasie und die vietnamesische Verflixte Klicks-Welt, in der wir ja ganz häufig unterwegs sind, vereinen. Moment mal, auf runden Basis? Also sind wir hier schon in Age of Sigma? Oder ja, das sind wir wirklich bei Age of Sigma, ne? Das heißt, es dürfte relativ neu sein. 2022 sagst du? 2021, sowas um den Dreh? Ja, weiß ich nicht. Ist das ein Käsebrötchen? Hat man damals... Oder ist das einfach mal so eine lockere Zwiebel, die man nebenbei einfach ablegt? Ingwerknolle ist das, glaube ich. könnte wirklich Ingwer sein. Das ist wie eine Zwiebel, oder? Das links ist Zwiebel. Ist einfach eine Snack-Zwiebel, oder was? Ja, das ist Opfergabe für in der Kultur. Hat man da, als die dann auf einmal rund waren unten, was war das vorher, eckig oder dreieckig? Ja, eigentlich. Also ich habe es nur gespielt mit eckig als klassisches Warhammer Fantasy. Und war das dann nicht ein Riesending, dass sie rund gemacht wurden? Also hat man die Hersteller dann nicht erstmal richtig rund gemacht, weil sie... Oh, der Gag habe ich so oft in Foren damals gelesen. Ah. Also, spannend. Er zeigt zwar schon immer mal wieder das Ergebnis, aber... Wobei ich würde natürlich schon, also wenn das jetzt so eine Art Tutorial sein soll, so, ich mache jetzt hier das, die und die Farbe und dann die und die Technik, so ist es ein bisschen wenig. Aber wir sehen schon hier viertens Mutat-Tee. Ich will mal, man kann doch, das haben wir doch mal eine Zeit lang, haben wir uns doch auch übersetzen lassen hier von Google Übersetzer oder sowas. Aber auch interessante Rogue One-Ausgabe, oder? Hier mit dieser... Ja, das habe ich so bisher noch nicht gesehen. In meiner Kollektion kommt das nicht vor. Scheiße, kann man das nicht auch einfach hier bei Google machen? Oh, jetzt muss ich es runterladen. Es ist schon sehr in your face vietnamesisch, oder? Also die Musik, diese Bambusdekoration. Ja. Vielleicht hast du da einen Punkt eigentlich, ne? Du glaubst noch nicht dran, ne? Vor allem dieses Messer, das da auch liegt. Geh mal auf irgendeinen Text. Nan wat darn. Darn, okay. Das heißt, lass Pausen, übersetzt es. Übersetzt heißt es.
Das ist verrückt, ne? Also du hast da echt den, die Japanisch Technik ist natürlich, hat das nicht von automatisch Vietnamesisch ausgesucht. Okay, wir können natürlich Vietnamesisch, können auch Thailändisch sein oder sowas. Nein. Ach, doch, ich weiß es. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Okay, gut. Geh mal woanders hin. Ratlos. Woanders hin. Google ist ratlos. Woanders hin sonst. Wie kannst du den Titel immer gucken? Ja. Paint. Very well the done. Warhammer. Can get a lot of clicks. Can eat a I lot. I can eat a lot. I can I make a lot of comments. So much. Die Google Translate hat gerade übersetzt, I like it so much und das ist so mit 18 O. Was geht hier vor sich? Hä, ach so, das Video läuft ja gar nicht, da kommst du nicht Das rein. Ist immer das... Der hat 20 verschiedene Übersetzungen. I goodbye. Can goodbye. Ey, ihr müsst das sehen, das ist gerade so lustig, was auf Lars' Handy passiert. Das ach, ist so scheiße. Lustig, ihr würdet so ablachen, wenn ihr das sehen würdet. Ach scheiße. Ich dachte, das ist hier mit Verzeihung viele Male. Ich dachte, das ist die versteckte Buchstabe. Ich habe schon gedacht, das ist wirklich das Undercover-Video dadurch. Also ist das jetzt irgendwie so ein Schurke? Squidmar Rogue. Miniatures der Thailand-Welt? Weiß man nicht. Ich bleib hier in meiner Welt. Mach du, was du willst. Ich glaube... Sau. Später. Ich glaube 108. Weil es ist Nummer 12, ne? Wir haben gesagt, 12 ist schon ein Stück, aber wenn es gar niemand... Auf der anderen Seite, das Video ist echt uninteressant. Aber wenn er sich die Mühe macht, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, also ich hoffe natürlich nach wie vor, dass es das Undercover-Video ist. Wenn nicht, war das gerade wirklich ein unfassbar krasser Zufall. Es war ein Moment. Es war ein Moment. Dass mein Übersetzungstool mir so verflixte Klicks-Insider übersetzt. Es ist, war ganz merkwürdig. Toll an dem Moment fand ich, dass die Zuschauer es nicht gesehen haben. Ach Gott, die Zuschauer. Sag mir einen Namen. Ich lege mir nichts auf der Zunge. Ich bin schlecht mit Namen. Ich bin gut mit Gesichtern. Mit V. Mit V. Varon. Varonan. Ah, ich weiß nicht. Varion schaut schon lange nicht mehr zu. Aber wenn ich das Gesicht sehe, ich merke mir eher Gesichter, nicht Namen. Okay, ich sage, das hat 46 Klicks. Damit lege ich ganz richtig. Ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es ein Undercover-Video ist, aber doch durch den Titel vielleicht ein paar Klicks hatte. Ja, genau. Ich bin gespannt. Also ich bin offen fürs Ergebnis, bitteschön. Kopf nochmal raus aus der Schlinge bekommst, das wage ich zu bezweifeln. Wir lösen auf. Ring, ding, 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 ding. Oi! Bam, 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 du, 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 du. Bam, 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 du, du, du. Ich wollte nochmal gucken, was das heißt. Keep that up, du. Diebel, diebel, lieb, du, du. It's the virtual marble game. It's so much fun, it is the best game. You can race around a digital track. You can fill your dreams with joy. And last but not least, oh, guck mal, das ist sogar eine Weltmeisterschaft. Ist das 3D? So let's get going. Ja, let's get sure, man. Let's get going. Auch einfach ein Profi. A good last corner for US, but not overtake Germany. Ich bin wirklich mein eigener Opa geworden. Deine Brille auf. Ey, ich hab früher auf dem Super Nintendo habe ich Fußball gespielt. Super Nintendo. Der war super. Der war super. Nintendo. Habe ich Fußball gespielt. Und mein Opa hat gedacht, das sei echtes Fußball. Hat gedacht, das Spiel. Und jetzt habe ich so auf TikTok wieder einer gesehen. Hier, mein Opa glaubt, das sei echtes Fußball. Ja, das sieht halt auch mega realistisch aus. Aber mein Opa damals dachte bei so 2D-Grafiken. Aber vielleicht hat er uns auch einfach verarscht, als Kinder, um uns eine Zeit zu geben. Kann auch sein. Er war halt komplett bescheuert. Also wahrscheinlich hat er uns verarscht. Okay, das ist ein vollständig automatisiert generiertes Marvel-Spiel, wo Länder antreten gegeneinander. Hat aber nichts mit dem Murmelmania zu tun. Marvel Cinematic Universe zu tun, oder was? Murmeln scheinen ja gerade momentan sehr in zu sein. Ne? Also das war ja ein großer Durchbruch. Dieses Video von dem, der auf dem Sand diese Murmelbahn gebaut hat und auch im Publikum saßen die Murmeln. Jetzt geht's so langsam wieder los. Süß anzusehen. Aber das ist jetzt komplett... Oh, die Frage ist, wer gewinnt? Warte, warte. Die Murmeln kommen so langsam wieder angerollt in die Trends. In die YouTube-Trends. Die holen sich die YouTube-Trends zurück. Früher, als wir angefangen haben mit YouTube, haben wir ja ständig verloren gegen diese ganzen Murmel-YouTuber. Ja, ja, und die waren ständig auf Platz 1. Können wir ankommen gegen Murmeln? Aber die Murmelspiele bei... ach nee, hast du ja nicht gesehen. Deutschland fliegt im Halbfinale raus. Bei Squid Game waren schon geil.
Da will ich auch mal eine Rocket Beans Show rausmachen. Ach, Flonti, das ist nicht interessant. Du brauchst gar nichts so zu tun, als würde es dich interessieren. Aber ich frage mich, was denn der Unterschied ist. Also, wenn das ja ein Programm ist, warum sind die nicht immer exakt gleich, die Runden? Na, wahrscheinlich steuerst du die Kugel vielleicht noch ein bisschen oder so und gibst dir einen Drall. Ach, ich weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht aus... Also, ich glaube, dieses Video existiert nicht ohne Grund. Irgendjemand hat gesagt, hey, das ist erfolgreich, lass uns das mal generieren, gerade mit den Ländern oder so. Die Leute können zuschauen, können für ihr Land jubeln. Ich glaube nicht, dass man sowas Aufwendiges machen würde, wenn es am Ende 4 Klicks hat. Glaube ich nicht. Vor allem, weil es Nummer 2 ist. Es ist Nummer 2, es ist das zweite Rennen. Die Frage, war das erste Rennen so gut, dass sie gesagt haben, dann machen wir ein zweites? Oder war das so schlecht, dass sie gedacht haben, jetzt beim zweiten wird es auf jeden Fall besser? Mag sein, aber auch mit dem ganzen Intro und so. Also das. Welches Land gewinnt denn? Ich glaube, Japan und USA waren am Ende drin. Also ich glaube, das ist ein Subphänomen. Ah, Japan also, gegen Brasilien. Ich möchte einfach mal tippen, dass dieses Video seine... ich sage trotzdem nur 190 Klicks oder sowas hat. 190. Weil ja, also im 3. Nee, ich sag, das ist ein Phänomen. Ja? Ich möchte sagen, Phänomen. Meine Antwort ist Phänomen. Sogar mit Kommentatorenebene, ne? Ja, aber automatisch genau. Stimmt, und Phänomene. Jemand muss es schreiben, Was hatten wir für eine Regel? Phänomene haben immer wie viel Klicks? 2390. Ja? Einer ärgert sich, der andere bräunt sich. Denn der Gewinner der heutigen Folge bekommt einen Urlaub nach Ulaanbaatar. Super kalt da. Uwe Bartok, meinte ich. Kannst du erkennen, wenn du beim zufällig im Google-Auto sitzt, guckst du nach unten, auf dem Google-Auto musst du sitzen, nach unten gucken, sind da meist so Stangen dran. Oder so ein Korb, kannst du dann sehen, ein bisschen in der Mongolei. 190 zu 2390, mehr als eins bekomme ich von Florentin Will nicht für mein heißgeliebtes Liebesformat. Du hast die letzten 4 Jahre nicht weiterentwickelt, menschlich. Null. Weißt du, jetzt habe ich einmal auch ein Format, du machst hier ein Format nach dem anderen, die Chefs kommen, oh, Florentin, willst du noch ein Format? Bitteschön. Und 15 Formate in der Zeit, wo du hier bist, ausprobiert. Weißt du, jetzt habe ich einmal... Du hast eine Landkarte, Mann. Das interessiert doch keinen. Einmal? Wo sind sie? Ja, weiß ich nicht. Wie oft warst du da bei mir? Nicht einmal. Du hast dich zugeschaltet. Irgendwie zugeschissen aus Köln. Ja, sorry, ich habe eigentlich keine Lust, aber ich bin halt trotzdem mal da. Und beim was ist jetzt? Wie oft warst du schon in Creepjack? Wie oft wurde ich schon gefragt? Ich komme jedes Mal. Jede Woche vielleicht. Ich würde wirklich jedes Mal kommen. Ja. Willst du, dass ich mal zu Creepjack komme? Komm doch jetzt, komm doch heute. Ich komme vorbei zu Warhammer. So, können wir die Lösung sehen? Ich hätte nämlich gern ein Pünktchen. Es ist ein fucking Phänomen! Oh, Alter! Es ist ein Phänomen, meine Damen und Herren. Ja, bin ich doch. Oh, aber du hättest natürlich viel mehr geschätzt. Oh, wir sehen schon die Subscribers. Ist schon mal aber ist er das? Ist er das selber? Oh, wir sehen sogar schon die Klicks. Ja, ist warte mal, warte mal. Doch. Nee, das ist doch nicht Adar Slides. Vielleicht ist es nicht derselbe. Und im Titel steht Featuring. Also entweder hat er... Okay, sein großes Vorbild hat 120 Klicks. Hat er dann überhaupt einen Klick? Vor allem, es ist mittlerweile, es ist so peinlich, wenn du solche Screenshots einblendest und immer genau siehst, wann du das Video abgebrochen hast. Das ist ein großes Idol und er hat das Video nicht mal ein Viertel angeschaut. Du tötest den Algorithmus für dein Idol. Du brichst es jeweils nach unter 30% ab. Ich glaube, verflixte Klicks hat noch nie jemand vor dem Ende abgebrochen. Nee. Das ist das einzige Format, das alle immer bis zum Schluss schauen. Ganz zum Schluss. Oder? Sag mal. Nee, ich könnte es mir nicht vorstellen, das bei der Hälfte abzubrechen. Ja, also sein Idol hat 120. Er hat wahrscheinlich jetzt einfach einen Trick geklaut und zeigt den jetzt auch, was eigentlich gegen die Zauberer-Ehre ist. Eigentlich muss er ausgestoßen werden aus dem großen Konzil der Zauberer. Und dieser lässige Schnips. Oh, guck mal, die 10. Wunderbar, super. Ja, viele Klicks hat das nicht. Ich glaube, wir sind hier bei... Oh, wir rattern heute aber ganz schön durch. Na, bitteschön. 61, Hochmut 60. Meine Meinung. Also, ich weiß es nicht. Ich frage mich nochmal, was er da eingeblendet hat. Hat er da vielleicht dann doch seinen eigenen Screenshot eingeblendet oder ist es von, sag mal. Im Titel heißt es Featuring Adash Slides. Aber und featuren kann er. Ist er das? Nein, guck mal, der hat einen Bart. Er hat auch einen Bart.
einem anderen Licht? Nein. Aber die sehen sich ja schon relativ ähnlich, oder? Aber der sieht das könnte viel eher älter in ein paar aus. Jahren sein. Also. Ja, aber wie kann das denn sein? Von denen das geht ja nicht. Jetzt noch mal die Basics. Du könntest schon mal das Video jetzt aufnehmen. Zeitstrahl. Nee. Nein, Nein. Ich nehme jetzt ein Video auf. Nein, der Zeitstrahl. Nein. Also, denk an den Zeitstrahl. Erinnere mich dran. Zeit läuft vorwärts. Bitte, Lars, die Basics. Ganz kurz. Das hier ist der YouTube-Channel von Lars-Erik Paulsen. Abonniert ihn sehr gerne. Ich freue mich über jedes Abo. So, diesen Ausschnitt. Du machst deinen eigenen Kanal. Diesen Ausschnitt, da erinnere ich mich bitte dran. Mach mal bei Twitter so eine Erinnere mich dran. Da gibt's doch so irgendwelche Bots. Erinnere mich mal in 5 Jahren dran. Und dann mache ich ein Foto von mir in 5 Jahren. Füge ich dann da ein. Ja, aber dann bist du ja jünger. Nicht älter. Nee, ich bin noch in 5 Jahren nicht jünger. Achso, du blendest das Bild ein von da, wie du dann bist. Okay. Hm. Dumm Fuck. Interessiert mich allerdings relativ wenig, was mich vor allem dass du dich jetzt so orientierst. Ja, darum geht's nun mal in der Sendung. Mein Gott, wenn du über Politik oder Magie reden willst, was in meiner Meinung nach dasselbe ist, dann geh in eine Talkshow. Weißt du, ich hoffe einfach, dass er seinen eigenen Channel gescreenshottet hat, die Klicks des eigenen Channels und nicht das von dem Adash. Und dass er eben jetzt durch dieses Video, weil er im Titel Ada stehen hat, richtig abgegangen ist. Wir sind nämlich bei 400 Klicks. Ey, heute bin ich echt mutig. Ich bin mutig. Hä? Findest du nicht? Ah, oh, du baust so hart ab, ey, wirklich. Ach, nö. Nee, du baust wirklich ab. Ja, nur weil ich nicht so rumgeier und exakt das sage, was du in dem Screenshot gesehen hast. Lass uns einfach die ja, bitte. Na also, guck mal. Ein bisschen falsch gelegen, aber die 1 war doch richtig, immerhin. Exakt die Zahlen, die auch da eingeblendet waren. Philadelphia Cream Cheese versus Great Value Cream Cheese. Das ist mal ein Thema für mich, Frischkäse. Ach ja, als würdest du noch Käse essen. Für die Community, für die Leute da draußen, bist du noch der große Fleischfresser. Aber zu Hause, schön rein. I went to Walmart. Aber das stimmt, in den USA gibt es andere Packungen, ne? Da ist es nicht so, da ist es oft eher wie so ein, da wird Frischkäse eher wie so ein Block Butter verkauft, wie bei uns ein Block Butter. Ja? Ja. Soweit ich weiß schon. Ja. Ja. Mein Gott, mach den Test, Streichtest, Esstest, rein damit. Rant, ach, wir haben einen Rant. I don't hear no rant, boy. There's a hint of what is in the great value. That's not a rant. That's not what I call a rant in good old West Virginia. Vor allem die Musik im Hintergrund auch noch. Gegenteil von rant. And then this aftertaste kicks in. Note to self, remember, never to buy Great Value or Publix brand again. Oh. Unless it says on the package, new formula. Jetzt liegt er mal los. New great taste, new formula. Then I might give it a shot, but I will never eat this stuff das again. Das finde ich aber echt nett. Das finde ich richtig nett. Der sagt, die Marke ist komplett scheiße, kauft die nicht, es sei denn, die bringen was Neues auf den Markt. Dann probiert das gerne auch. New Formula bin ich dabei. Das finde ich gut. Ich finde es total fair von ihm. Also er hat probiert, Philadelphia ist wahrscheinlich verkauft hier an Philadelphia. Streichzarte Videos. Philadelphia. Klassiker, ne? Die Werber in den früheren Jahren, die waren noch, ne? Stark. Das hat man nicht gesehen. So. Weißt du, was ich richtig schön an der Folge finde, ist, dass der Frankenwaller endlich mal sein dummes Maul hält. Und er fängt jetzt auch nicht an zu reden. Hau ab da. Piss dich, ey. Ohne Witz. Oh, scheiße, der hat einen Flossen verloren. Also, ich sag mal, das Ding hat. Du musst noch die Undercover-Karte überlegen, ne? Ich hab's mir auch überlegt, aber ich glaube, so Streichzeit ist unsere Community nicht, auf gar keinen Fall. Wie viele Klicks hat das? Ich bin bei Great Value Cream. Das ist offensichtlich kein Great Value. Es sei denn, sie bringen ein neues Produkt auf den Markt. Dann probiert's gerne nochmal aus. Boah, ich weiß es nicht. Ich will den Typen sehen, ich will ein Intro, ich will ein Outro, ich will ein Avatar. Ich bin trotzdem bei 300 Klicks. Ne. Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, aber irgendwie hat er es geschafft. Hat er es geschafft. Lass uns nochmal ein bisschen hochgehen. Hoch. 75. 75 Klicks für dieses Video. Also, Florentin Will sagt 75. Ich hoffe, dass ich jetzt hier seine Aufholjagd beenden werde, indem meine 300 Klicks exakt stimmen. Bitteschön. Ui. Great Value. Wow, okay, krass. Produktvergleiche. Wer hätte gedacht, dass man mit Frischkäse richtig viel Klicks machen kann auf YouTube?
Gibt's schon Messer, Löffel, Gäbel mit Frischkäse? Nee, aber es gibt einen Timecode. Timecode! Rechts unten. Ja, nur wo es rechts ist die Frage. Unten, wir müssen hinfahren. Rechts unten. Genau. Sehr gut. Rechts unten. Da tut sich nichts. Rechts unten. Und jetzt nach oben. Und nach oben. Nein. Das Bild. Ach, wir müssen nach links. Ja, yes! Sehr gut, das ist doch. Also, Timecode, für alle, die nicht wissen, was ein Timecode ist, das zeigt uns an, wann genau dieses Video entstanden ist. Es ist entstanden am 31.07.2021. Gut. Happy Valentine's Day. Gut ein halbes Jahr her. Um 12.19 Uhr. Was geschieht hier? Wir haben einen Wasserspaß, spritzige Freude. Genau, wir haben Wasserspaß, spritzige Freude und wir haben da auch eine Fischkarte. Nein, wow, Lars P. Denn die fühlt sich am wohlsten im Wasser, das weißt du. Guck mal, du hast ein Video, wo es um Wasser geht, wo Leute unter Wasser baden. Und da kommt nichts Fischiges bei dir? Ja, genau, weil ich will auch einfach mal hier anziehen ein bisschen. Achso, Timecode gibt natürlich dann sogar noch mehr Punkte. Ach, ne? Wirklich? Hey, ich, was? Nein, die Fischkarte beim Multiplikator. Nein, ich zieh so ab. Jedes Mal, du baust ein Stück aus. Ich hab das wirklich in dem Moment nicht gewusst. Du bist ein Quatschmensch. Ich verspreche es dir doch so sehr. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie viel Klicks dieses Video haben. Ich zieh die Fischkarte gerne zurück, wenn es dir dann besser geht. Oh, da ist eine Münze unter Wasser. Du sagst mir jetzt mal wieder, wie viele Klicks das hat. Es tut mir leid, ich habe das wirklich nicht. Es ist mir doch scheißegal, was du denkst. Okay, also, die Jungs und Mädels haben gute Zeit da am Wasser. Einer hat gesagt, ich nehme meine GoPro mit und stelle es danach nochmal online. Können wir sehen, was wir so gemacht haben. Stellt sich raus, wir haben nichts Spannendes gemacht. Aber lass es uns trotzdem online stellen und dann noch hinschreiben, enjoy much. Coming Lahat ist es in Indonesien. As in what? Coming Lahat ist wahrscheinlich Indonesien, Malaysia, was in der Ecke, vielleicht auch Philippinen. Nee. Interessiert eigentlich auch gerade keinen, ne? Willst du mal in mein Format kommen? Also. Ich bin gespannt, was du sagst, weil ich hätte mich nicht getraut, hier die Fischkarte zu ziehen, weil ich keine Ahnung habe, wie viele Klicks das haben könnte. Also wir sind bei 10 Minuten exakt. Wir sind bei einer Teenager-Gruppe oder ein bisschen ältere Gruppe, die gesagt hat, wir haben eine gute Zeit. Aber ist es eine GoPro am Kopf oder an der Knie oder was? Das ist mal irgendwie am Selfie-Stick oder so. Mm. Ich weiß es eigentlich nicht so hundertprozentig, aber es reicht manchmal ja auch 60% Gewissheit. Wir sind bei immerhin noch 49 Klicks. Nee. Doch, das ist eine gute Schätzung. Nee. Da schaut sich kein Mensch an. Weiß nicht, wo dieser Timecode hierher kommt. Wir sind hier bei 27 Klicks. Oh. 27. Ja, sorry, wenn ich die Antwort kenne, muss ich sie sagen. Tut mir leid, das ist das Gelübde, das ich geschworen habe, als ich auf diese Sendung eingeschworen wurde. Sorry. So ist witzig, ich finde es so mutig. Es ist natürlich ein Punkt, ne? Weil Lars Erik Paulsen ist seine Schelmischheit, kriegt er vielleicht 4 Punkte, wenn er hier richtig liegt. Wenn nicht, der alte Fischkartenfluch, wir wissen es, er schwimmt bergauf. Vor allem, ich finde, dieses Beispiel gerade zeigt das doch wieder so wunderschön. Es werden wieder Leute schreiben, Lars, der Geier hat den Dings. Ihr wisst nicht, was ein Geier ist, wenn ihr das schreibt. Was ein Geier ist, seht ihr anhand der Schätzung von Florentin Will. Wir lösen auf. Come on. Come on! Ja! Das ist der Fischkartenfluch. Das ist der Fischkartenfluch. Er ist zurück. Oh, the Bible is true. Sagt dieses Video uns. Is it? Christliches Daumenkino. Stopp. Moment. Ist das ein deutsches Video? Ich würde sagen, nein. Es ist Englisch. Es ist Tschechisch. Es sind 3 Sprachen. Na, ich. Sag mal, geht hier gerade die Welt runter? Kann das ja sein? Ja. Ach du Scheiße, ey. Hamburg ist gerade ein Riesensturm. Wisst ihr nicht, weil ihr uns ja in der Zukunft startet, in 5 Jahren.
Also offensichtlich ein tschechisches Video, würde ich sagen. Das aber gesagt hat, wir übersetzen es noch auf Deutsch und auf Englisch. Wieso sehr, dass er für deine Sünden am Kreuz starb? Wie viele Christen gibt es unter den verflixten Klicks-Zuschauern? Verflixten Christen. Der Flipbook. Das fand Daumen ich übrigens auch wieder lustig, ne? In den Kommentaren, wie die Leute, teilweise haben die Leute geschrieben, ja, ich bin voll Florentins Meinung, denn sorry, ganz kurz zur Einordnung. Wir haben darüber diskutiert, wann es einen deutschen Multiplikator gibt und wann nicht. Florentin Will hatte eine Meinung, ich hatte eine Meinung. Und ein paar haben geschrieben, ja, ich bin voll auf Florentins Seite, weil das und das. Und da habe ich genau gesehen, ihr argumentiert gerade genau gegen das, was Florentin Will gesagt hat. Und das Ding ist, Florentin Will, kein Mensch weiß, was er meint. Kein Mensch kennt deine Regeln. Klar gemacht. Ich habe ganz klar gesagt. Die Leute da draußen sind verrückt. Die wollen ihrem Idol zustimmen. Nein, ich will es nur sagen. Die wollen so gern ihrem Idol zustimmen, Florentin Will, und raffen gar nichts, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was diese Lapskaus da gesagt hat. Es geht darum, in welcher Sprache das Video verfasst ist. Nicht, wo es spielt. Okay, ist in Deutsch. Es ist eben nicht nur Deutsch. Ich würde sagen, da drei Sprachen enthalten sind, ist es nicht Deutsch. Stünde da, die Bibel ist wahr, in dem Booklet, würde ich sagen, ist Deutsch. Da steht, the Bible is true, ist nur eine Zweitsprache Deutsch. Und wenn da jemand jetzt im Video kommen würde und so reden würde, hey Leute, also gestern bin ich literally auf den Arsch gefallen. Dann sagst du, nee, ist nicht Deutsch. Da kam ein englisches Wort. Du bist so quatschig. Schwachsinn. Dein Schwachsinn. Sag mal. Nein, natürlich nicht. Und warum ist es jetzt? Ob es nicht Deutsch wäre, wenn du Anglizismen nutzt, das hat damit nichts zu tun. Aber das ist einfach nur, Englisch. Ich habe extra keinen Anglizismus genannt, sondern literally hast du gesagt. Ja, das ist kein Anglizismus. Natürlich ist es ein Anglizismus. Das ist noch längst nicht eingeführt. Na klar, natürlich. Buchstäblich. Gerade literally sagt man doch auch ab und zu. Das sagt man literally. Du schaust zu den Streamer, doch wirklich. Das habe ich literally heute schon dreimal gesagt. Ich weiß. Du bist so verloren auf deinem Posten, Lars. Du hast dich argumentativ so in eine Sackgasse. Ja, servus, Herr Duden. Ganz kurz. Nein, nicht Herr Duden. Schauen Sie mal, Herr Duden. Nicht Herr Duden, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hallo, Herr Brockhaus. Können Sie mal ganz kurz schauen, ob literally schon als Anglizismus eingetragen ist? Nee, er will überhaupt gar nicht mit dir sprechen. Er will ja mit dem König sprechen. Aha, okay, Sie haben das noch nicht eingetragen. Aber als Anglizismus gilt das Wort auch, wenn es noch nicht im Duden eingetragen ist. Deswegen heißt es ja Anglizismus. Und deswegen soll ich jetzt Florentin Will. Ach du Scheiße. Also, entschuldige doch mal. Warten Sie mal, Herr Duden, ganz kurz, Herr Duden. Ja, der auch. Frankenwaller möchte gerne mit Ihnen sprechen. Ist es. Genau, Frankenwaller von Verflixte Klicks. Ja, ich hätte auch mal kurz Anmerkung drauf. Doch, wirklich. Ja, guten Tag, Herr Brockhaus. Also ich hätte mal auch eine Sache. Entschuldigung, das ist der Herr Duden. Ich habe wieder umgestellt. Oh ja, Entschuldigung, also guten Tag, Herr Duden. Also ich hätte auch mal eine Sache zu sagen. Weil ich habe jetzt mal Duden geschaut. Und also da wundere ich mich schon, warum da Weng nicht drin steht. Weil der Weng, also das sagt man bei uns in Franken, in Fürth, sagt man das ganz normal. Also Weng, also schau mal Weng in Duden rein oder so. Ich geh mal Weng rum oder ich esse mal ein Würstlein Weckler oder sowas in der Richtung. Also da kannst du immer sagen, Weng, aber das steht im Duden nicht drin. Also ich finde das, warum... Sag ihm mal, dass er... Das gut ist. Ist gut jetzt, Walla. Ist gut. Nein, ich wollte noch was sagen. Also ich wollte mal erkundige gerade. Nicht viel Zeit, warum du, also, nein, so, kann man da auch reinschreiben? Er hat mir gesagt, es sind so 10 Sekunden. Also, warum nicht? Also, ich wollte es nur mal sagen. Also, danke, wiederhören. Komm, ich muss jetzt wirklich. Tut mir leid, Herr Duden. Ist gut. Schreiben Sie es rein, ja? Machen Sie es rein. Aweng. Oder nur Weng. Nur Weng? Weng also, nee, ich spreche jetzt ein bisschen. Nur Weng oder Aweng? Aweng, also kannst du schon sagen. Aweng, okay. Trägt er ein. Aber nicht literally. Also, die Diskussion verpiss dich jetzt. Wo bist du überhaupt hergekommen? Du warst da hinten. Also, das Ding ist, du musst anfangen. Ja. Ich glaube nicht, dass das viele Klicks hat. Ich glaube, Christentum kommt nicht so gut an auf YouTube. Dieses Daumenkino ist nicht so beeindruckend. Glaubst du, Aweng hat die Chance aufs Jugendwort des Jahres 2022? Aweng? Ich überlege nur wegen Undercover-Video gerade. Ja. Nein. Quatsch, ich glaube nicht, dass Johanna da so christliche Botschaften mit reinpacken würde als Undercover-Video. Nee, glaube ich auch nicht. Wir sind bei 66 Klicks. Oh, denn mit 66 Klicks, da fängt einiges an. Nee, anderer Grund. Da fängt Ostern an. Das ist nicht der Grund, den du gesagt hast. Am 66. Januar fängt Ostern an. Rechnet's mal aus, stimmt.
Echt uns mal aus. Sind wir alleine in dem Gebäude? Ich weil glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, alle anderen haben uns verlassen, weil jetzt hier wirklich evakuiert wird. Es regnet und stürmt so hart gerade. Ich habe da vorhin schon die ganzen Geschäftsführer über Bord springen sehen, da hinten der Kapitän. Alle über Bord. Jetzt sind nur noch du und ich hier. Wir müssen jetzt die neue Belegschaft von Rocket Beans TV züchten, oder was? Ja. Kannst du das? Ach Gott. Ja, kann ich schon, aber muss ja nicht sein. Ich sage, wir haben hier lediglich 30 Klicks. Okay. Finde ich gut. Gute Schätzung. Wie gut findest du es? Finde ich gut. Sehr gut. Wir lösen auf. Bitteschön. 30. Dagegen zu gewinnen würde mich mit Stolz erfüllen. Bitteschön. Hey! Und er schätzt ja nie das Christentum. Es ist groß. Viele Leute sind dabei. Weißt du, man muss manchmal drüber, manchmal drunter schätzen, um zu gewinnen. Oh, shit. Tja. Hier filmt jemand eine wachsende Schlange. Aber es wird zensiert. Was ist da los? Was passiert? Schließe deine Augen, Florentin Bell. Dein Körper wird schwer. Deine Gedanken reduzieren sich auf ein absolutes Minimum. Du spürst, wie deine Muskeln erschlaffen, wie der Stress deine Körperöffnungen verlässt und wie eine gewaltige Erektion deine Hose sich breit. Schon vor ein paar Jahren rausgerissen. Oh nein, man darf nicht verfrüht aus der Erektionshypnose. Wo bin ich? Oh nein, er wurde verfrüht geweckt. Ach du Scheiße. Ich hatte einen ganz merkwürdigen Traum. Ja. Ich hatte den, wo ich war so im Meer ganz tief. Ja. Und plötzlich kam so ein riesengroßer, langer. Ja, war so groß, war er nicht. Also durchschnittlich. Nee, durchschnittlich, ja. Unter, glitschig, aber durchaus. Also auf die, kam so an und hat dann plötzlich so den Mund aufgemacht und hat gesagt so. Ich so, was? Hat er gesagt? Hast du erst nicht, nicht verstanden, oder? Und er meinte so, komm her. In die Hand, ne? Dann kam ich so, was willst du mir sagen? Ja. Und dann so ganz leise am Ohr meinte er, Fischkart! Da ich sag, ach, jetzt hab ich's verstanden. Aha. Oh, geiler Song. Die Karibik kommt hier ran. Na dann. Und schon mal haben wir ein neues Album. Alter, das ist eine Alarmanlage, Alter. This is no Orkorn. Alter, jetzt kommen die Mumakil hier. Also das ist ein geiles Video. Alle Firmen haben schon so moderne Alarmanlagen, aber Rocket Beans hat wirklich noch ein Horn. Schön. Arno selber muss noch in das große Horn stoßen. Ich find's geil, dass der Cursor dabei ist. Ja, dieses Video ist Kunst und es hat 10.000 Klicks. Okay. Ja, hat's. Also, du kommst mit 10.000 Klicks an. Ich sage, für so ein Hypnose-Video, wir haben es alle gerade feststellen müssen, ist es viel zu kurz. Du bist ja gerade erst irgendwie in die Unterwelt. Aber das ist, glaube ich, irgendein japanischer Künstler oder chinesischer Künstler oder so. Weil das ist nicht schlecht gemacht. Doch schon. Das ist nicht schlecht gemacht. Nee, es hat gerade mal 960. Ich liebe das mit diesem Rechteck, das da so mittendrin ist. Ja, ich finde es ziemlich hässlich. 960 Klicks zu 10.000 Klicks. Nun wird sich herausstellen, komme ich noch mal ran hier auf den letzten Metern oder kann Florentin Will mit seiner Fischkarte auf 8 Punkte erhöhen? Hey, sorry, ganz kurz. Schicken wir den Link zu dem Video. Ich würde das gerne haben. Kriegst du geschickt. Ich würde das gerne in meinem Stream nutzen, geschickt. Ohne den Urheber zu fragen. Gott, bitteschön. Rein damit. Ja, 22. Habe ich es mir doch gedacht. Brain. Ey, shame on you, YouTube. Es gibt so viel Crap auf YouTube und den Schwachsinn schaut ihr euch an. Und das Video ist ein gutes Video und das schaut euch nicht an. Schämt euch. Wirklich, schämt euch, dass solche Videos untergehen. Und stattdessen Hot Tub. Nenn mir einen Namen von den Leuten, die sich schämen sollen. Werner Reisenbeckler. Nicht Werner Reisenbeckler. Werner Reisenbeckler. Dreh dich um, mach jetzt aus und schäm dich. Aus Pirmasens? Werner? Pedemay. Ach. Pedemay! Prevent from having to rinse the filter every week, okay? But what if I wanna reinstate the filter every week? What if I love it?
Hab ich verstanden. Ich bin der englischen Sprache mächtig. Oh, ey, kennst du das, wenn du im Whirlpool liegst und du lässt die da richtig schön durchblubbern? Ja, vor allem, das sind ein bisschen große Düsen, oder? Also, da kriege ich ja schon Albträume, dass ich da eingezogen werde. Also, wir haben ja mit der Typ, der coolste Typ der Welt, der einfach Jacuzzis und Blubber-Hot-Tubs verkauft und sagt, ich lege mich da rein. Und mit Shorts hier, auch schön die Shorts zeigen. Er müsste gar nicht sein Bein hochtun. Er könnte es auch unten lassen, aber er wollte ja zeigen, dass er Shorts trägt. Also, wir haben ja für Flixclix schon viele Verkaufsvideos gesehen. Es wurden schon Wohnungen verkauft, Maschinen verkauft. Hot-Tubs hatten wir bisher noch nicht. Ja, leider auch keine gute Audioqualität. Die Mikrofonierung, gut, wir haben ein Ansteckmikrofon, ist das schon mal gut. Es geht doch nicht um ein Startup für Hot Tubs, oder? Sondern eher dann um. Das sieht nicht aus wie ein Startup. It's a matter of understanding what you bring into your hot tub. Also ist es ein Mittel oder so, das er verkaufen möchte? Water body, the body of water you have in a hot tub is so. Ich hätte so gerne so einen Whirlpool, wirklich. So gerne. Ich vermisse eine Badewanne. Ich habe einfach seit Jahren keine Badewanne. Ja, du, komm gerne vorbei. Darf ich mal wieder? Ja, super gerne. Mach das hier aus. Ich fand, wir hatten eine echt tolle Badewanne. Vor allem, weil die ja auch direkt am Fenster ist. Du kannst das Fenster aufmachen, in den Nachthimmel schauen und liegst im heißen Wasser. Ich habe noch eine Frage. Wieso hatten wir? Hast du die verkauft? Ich musste die leider verkaufen, ja. Ich musste die Badewanne leider verkaufen. Die wurde das stand nicht im Mietvertrag. Ich glaube, 2 Wochen, nachdem du ausgezogen bist, wurde die gepfändet. Verkauft? Die wurde sofort gepfändet. Aber die Kaution kriegen wir nicht zurück? Lass uns jetzt bitte an einem anderen. Ach so, was ist eigentlich mit der Kaution? Ich bin so müde plötzlich. Ich glaube, ich lege mich kurz schlafen. Hast gesehen, dass du mir einen anderen Betrag überweisen musst, ne? Hab ich dir geschickt. Jetzt schläft er wieder. Immer wenn es um unsere Finanzen geht, fängt er an zu schlafen. Anfangs habe ich es ja noch geglaubt, dass er vielleicht einfach müde ist. Aber jetzt... Warcraft fängt an. Warcraft. Er schläft wirklich. Ich sage, dieses Video hat... oder soll ich Florentin Will anfangen lassen, weil er die Fischkarte... Scheiße, hat er gar nicht. Wir müssen jetzt wirklich eine Sendung machen. Bock. Was ist los? 800 Klicks. Ich muss an. Was habe ich gesagt? Du hast 800 Klicks gesagt. 800? Okay, dann sag ich 800. Ich hab geträumt von einer riesigen Zahl. Ja, ist 800 die größte Zahl, die dir einfällt? Nee, 120. Mhm. Und dann hast du es einfach mal 7 genommen. Oh, ich habe echt Hunger. Diesmal habe ich echt Hunger. Oh, ich habe mir ja gerade wieder hier 15 Maultaschen. Mein Gott, sag deine Schätzung. Die sind so fett. Ich muss nie. LP, bitte, tu es, ohne Witz. Los. Also, wenn ich jetzt hier nochmal richtig liege, dann haben wir ja ein Unentschieden. Dann müssen wir gucken, wie die Undercover-Karte aufgelöst wird. Wenn ich jetzt falsch liege, dann hast du gewonnen. Deswegen lass mir bitte meine Zeit. Gut. Wann war nochmal Isos-Keilerei? 666. Nein. 493. Nein. 333. Ja. Das ist meine Schätzung. 333. Mit der Kraft von Isos komme ich hier zurück und gleiche aus. Ihr werdet es sehen. 333. Let's go. Glaub an deine Träume, Baby! So, Freunde, das gibt noch mal ein Pünktchen für mich. Wow, jetzt müsste Lars-Erik Paulsen noch 2 Punkte durchs Undercover-Video bekommen, ob er das schafft oder nicht, sehen wir jetzt. Denn wir erinnern uns, du hast das Undercover-Video gezückt bei dem Magier. Warhammer. Bei dem Warhammer-Maler und ich bei dem chinesischen Künstler. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer von uns beiden recht hat. Aber tatsächlich kein wirklich offensichtlicher Kandidat fand ich dabei. Also richtig spannend. Ja, aber das mit Warhammer, das wäre schon wirklich, also wir haben hier wirklich mit der Übersetzungs-App stand sowas dran wie Klicks und sowas. Das wäre so absurd. So, wir würden es gerne sehen. So absurd. Wer hat das Undercover-Video? Nein! Ja! Alter! Hello, this is Hamburg calling. Yes, and this is Hanoi calling. Yeah, I saw your video on YouTube and I'm wondering how many clicks it has. Yes, I don't know. Maybe like 3 clicks or so? Oh, wait. I have the feeling that this is the undercover video for Flix the Clicks on Rocket Beans TV with Lars-Erik Paulsen and Florentin Will. Could that be? Is that possible? Is that right? Is that correct? Yes, that's correct. That is totally correct, it is. Fantastisch. Nice. Fantastisch. Und es geht ja noch 2 Stunden. Vielen, vielen Dank. Achso, nee. Vielen, vielen Dank. Von wem denn? Wie heißt der Einsender denn? Johanna ist gerade nicht in der Regie und Timo kann gar nicht Kevin sprechen. Und Andy.
Kevin und Andy, vielen Dank an euch beiden. Eine mehrübergreifende Kooperation, die hier stattgefunden hat, aus Hanoi. Fantastisch, großartig. Vielen Dank. Ein sehr, sehr schweres Undercover-Video. Und Undercover-Video, du hast es, ja, wie viel? Zwei Punkte. Immer schon ein Punkt. Deswegen können wir ganz kurz nochmal einen Blick auf den Punktestand werfen. 7-6. Oh, da habe ich wohl gewonnen. Da freue ich mich. Darf ich mich jetzt freuen? Mittlerweile gewöhnt man sich dran. Yes! Ich bin der Gewinner. Ich bin so gut. So, ich muss los. Gut, Emil hat mal wieder gewonnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr, also ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wirklich. Tschüss. Bin ich der Letzte in der Firma? Wirklich? Echt jetzt? Ist klar. Dann kannst du ja jetzt losgehen.